Hallo ihr Lieben, heute bin ich mal hier in unserer Küche und wir werden heute zusammen ganz leckere Babykekse ohne Zucker und Ei zaubern. Die sind recht simpel und das ist für mich ganz gut, weil ich möchte mich da jetzt ein bisschen einfuchsen, ne, ins Backen. Ja. Eigentlich nicht ganz so mein Thema, aber ja, ich habe gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal mit euch zusammen aus und nach werde ich euch ganz tolle Rezepte zeigen und wir legen jetzt direkt mal los. Ihr benötigt 1,5 große Äpfel, geschält und nachher geraspelt, einen Esslöffel Zitronensaft, 120 Gramm getrocknete Aprikosen, 90 Milliliter Hafermilch, 90 Milliliter von dem Kokosöl, könnt aber auch Rapsöl verwenden, wie ihr möchtet, 270 Gramm Weizenvollkornmehl oder Dinkelvollkornmehl, 180 Gramm feine Haferflocken. Und das war's. Ich werde jetzt aus dem Teig hier kleine Bällchen formen und hinterher werden die platt gedrückt. Ich finde diese Kekse total toll, weil die bleiben einfach schön soft, ne? Und dann können die kleinen Mäuse das super essen. Aber obwohl da jetzt irgendwie gefühlt gar nichts drin ist, ne? Keine Gewürze, kein Zucker, nichts, schmecken die richtig gut. Also die sind auch für Mama und Papa geeignet. Müssen wir mal ausprobieren. Ach, ich finde das total spannend. Mir macht Backen richtig Spaß. Aber wie gesagt, ich bin halt noch kein Profi. Verzeiht es mir, wenn dann der ein oder andere Schritt vielleicht nicht so richtig ist. Naja, da könnt ihr mir ja auch mal Tipps geben, ne? Ich taste mich da jetzt so langsam ran und irgendwann werde ich noch voll der Backprofi.
Also eigentlich soll man ja nicht mit Vollmond sprechen, aber ihr macht das jetzt einfach mal. Ihr müsst es unbedingt ausprobieren. Richtig lecker und eben auch für die kleinen Babys gut geeignet. Kann man auch bei irgendwelchen Krabbelgruppen oder so mal mitbringen oder zum Geburtstag. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachzaubern, einen wundervollen Sonntag. Und ich werde jetzt noch ein paar essen. Flori, willst du auch ein?